Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und wieder eine neue Woche und wieder 5 Runden Arena als wöchentliche Aufgabe mit Randoms. Ja, ich habe mich hier einladen lassen und jetzt gucken wir mal, ob wir das überhaupt schaffen. Klingt immer so einfach, 5 Runden, aber das hängt auch echt so ein bisschen von der Gruppe ab. Der eigenen Gruppe, wie aber auch der Gegnergruppe. Denn es gibt so ein paar Gruppen, die sind richtig, richtig übel. Also Batiri fallen mir da ein, Kurotoas, die Baumtypen, wie auch immer sie gerade heißen, fällt mir nicht ein. Die so Ranken aus dem Boden machen und einen festhalten oder so ganz viele Bogenschützen auf einmal. Und dann hängt es echt davon ab, ob alle tot sind oder einer bereit ist, eine Schriftrolle des Lebens zu nehmen. Oder ob den anderen aufgeholfen wird. Denn das hier ist jetzt kein Content, wo man tatsächlich Schriftrollen des Lebens verbraten muss. Kosten zwar nicht viel, aber das tut eigentlich nicht Not. Aber wenn die Gegnergruppen alle 5 umhauen, dann wird's auch echt böse. Der große Kristallgolem. Och, der geht ja gut runter. Och, der geht ja schön, schön. Ja, das läuft. Okay. Ich finde diese Bosse, Mini-Bosse, wie immer man es nennen will, echt liebevoll gemacht. Schön groß, detailreich. Also die mag ich. Das muss ich sagen, ist wirklich mal gelungen. Die Gegnergruppen mache ich eigentlich nicht so. Weil viele sind irgendwie braune Masse auf braunem Grund. Also das, weiß ich nicht. Hätte man ein bisschen kontrastreicher machen können. Klar, sie haben Lebensbalken alle drüber, aber gerade bei den kleinen Gegnern ist das manchmal echt schwer zu sehen, wo noch einer von hinten auf einen ballert. So, was geht hier ab? Nix. Warte, da. Okay. Fall um. Ja, aber mit Tank und Heiler und 3 DDs sollte das eigentlich gehen. Es gibt ja auch genug, die ja ganz ohne Heiler und ohne Tank reingehen. Das heißt, ein DD hat permanent die Aggro. Und dann hängt es wirklich auch von den Gegnergruppen ab, ob man überlebt oder nicht. Weil der DD ist nicht dafür gebaut, dass er die Bedrohung generiert und dann die Gegner in Schach hält, während die anderen sie niedermachen. Das kann dann bei, wie gesagt, bei Tiri-Kuraturs oder so zum Tod führen. Und zwar Tod von allen. Weil die ersten 2 Runden gehen immer. Normalerweise sollte es auch immer bis Runde 5 gehen. Aber ab Runde 5 und spätestens ab Runde 8 wird es dann auch echt eklig. Muss man mal so sagen. Also Runde 8, da beginnt es dann wirklich unangenehm zu werden. Und da ist dann auch wirklich die Frage, ob es nicht besser ist, mehrfach 5 Runden zu machen, als einmal durch bis 20. Alle DDs liegen. Alle DDs sind tot. Okay, cool. Ja, also okay, man wird wiederbelebt. So, jetzt hebe ich mir hier mal einen anderen auf. Oha, ich muss da weg. Viel zu viele Gegner da, wo ich den wiederbeleben will, aber er steht wieder. Okay, sehr gut. Alle weg. Boah, ich spendiere mal hier so ein Altar. Der kostet nur wirklich gar nichts, den sollte man immer dabei haben. Den Todesdebuff entfernen damit. Und weiter. Denn jeder Tod, wer es nicht weiß, 20% weniger Schaden, 20% weniger Heilung, die reingeht. Das ist nicht gut. Druff. Au. Au. Das ist irgendwas explodiert. Ich hab's nicht mal gesehen. Okay. Da. Der thajanische Meisterillusionist. Ohne Namen. Naja, aber der geht also easy. Wenn man schön Artefakte, Reittiere, Dailies und ein paar Begegnungskräfte draufballert, dann geht er doch schön runter. Das ist doch nett.
Immer Anfang der Woche diese Mission machen, denn dann haben alle in der neuen Woche die Mission, die wöchentliche Aufgabe, 5 Runden Arena laufen. Und das machen die meisten noch immer sofort. Irgendwie gibt es kaum jemanden, der bis zum Wochenende wartet, sondern wenn die Leute denn die neue Woche starten, wollen sie den Scheiß auch hinter sich bringen. Und Montag, Dienstag würde ich sagen, ist immer alles voll hier, jede Menge Ausschreibungen. Jede Menge Leute, die die 5 Runden machen. Und je weiter man in die Woche hineingeht, desto weniger wird das. Und man muss ja auch immer dran denken, noch ist diese Kampagne hier aktuell, kommt das neue Mod, dann wird es ja auch noch leerer, denn kommen alle, die noch nicht so weit waren, um hierher zu kommen, die kommen dann hier so allmählich an. Und dann gewöhnt euch lieber schon an, gleich selber auszuschreiben. Sucht einfach immer 4 weitere, damit ihr die Arena macht. Normalerweise melden sich dann immer welche. Die meisten Leute haben noch keine Lust, selber sich dazu rumzukümmern, eine Gruppe irgendwie zusammenzustellen. Wobei, so schwer ist es ja gar nicht. Aber deswegen sind die immer sehr dankbar, wenn einer die Aufgabe übernimmt. Und deswegen schreibt doch gleich dann unten in den Gebietschat immer, was ihr sucht. Stellt eure Gruppe zusammen, dann geht's auch ganz schnell hier. Der hat wenigstens einen Namen. Atzerzotz. Okay. Kein schöner Name, aber er hat einen Namen. Die anderen haben nur Berufsbezeichnung irgendwie oder so. Taiyangischer Meisterillusionist. Wie heißt der? Horst? Walter? Keine Ahnung. So, Runde 4. Fast geschafft. Klack. Der Film. Au, irgendwas hat gespratzt und ich sehe schon diesen Bogenschützen, der quer über die ganze Map so einen Pfeil abschießt. Den darf ich auch nicht abkriegen. Das da, oh, der da. Der ist böse. Böser Bursche. Ja. Und nu? Ei, das sind viele. Oi, 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 oi. Okay. Ah, diese Linien da sind tödlich. Da nicht drin stehen. Uiuiui. Weil das sind diese Bogenschützen, die so einen richtig gemeinen Schuss drauf haben. Da ist man dann auch schnell mal One-Shot. Das ist in den höheren Runden richtig übel, wenn da ganz viele von sind. Aber es könnte sein, dass jetzt schon gleich vorbei ist. Bitte, 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 bitte. Nein, es kommt noch eine Runde an Mobs. Hätte sein können, aber nein. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Die beiden DDs sind schon tot. Wo bist du? Da. Steh mal auf. Ja, sehr gut. Der da wieder. Der macht sie platt. Komm hierher, du. Lach doch mal, wenn ich dich haue. Jawohl. So, ich hoffe, jetzt kommt der Boss. Dann wären wir durch hier. Bitte, bitte, wöchentliche Aufgabe. Ja. Der gestärkte Drachlingsreiter. Ah, ja. Womit ist er denn gestärkt? Hat er einen Kaffee getrunken? Oder ein Stück Kuchen gegessen? Das stärkt auch. Na, ja, gut, ja, weiter. Oh, wird schon langsamer hier. Weiter. Wow, nicht in dem Strahl. Ja. Ding, 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 ding. Und fertig. Sehr gut. Runde 5. Können ja raus. Geht nur keiner, oder doch? Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, was? Nee, ich bin da mal weg. Tschüss. Oh Mann, okay. Kurz bedanken. Und dann habe ich meine wöchentliche Aufgabe wieder erledigt. Kampagnenwährung geschnort im Sinne von die Währung für den Arena-Händler. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.